Flugdrachen. Autor Seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Autor auf den Sunda-Inseln gedreht. Die Flugdrachen, Draco, sind eine Gattung der Echsenfamilie der Agamen, Agamidae. Die Echsen leben auf Bäumen in den Regenwäldern Südostasiens, besonders auf den Inseln des Malaiischen Archipels und der Philippinen. Die 20 bis 26 cm langen Flugdrachen tragen an 5 bis 8 verlängerten Rippenflughäute, mit denen sie im Gleitflug von Baum zu Baum segeln können. Meistens überbrücken sie nur wenige Meter, sind aber auch zu Gleitflug von mehr als 100 Metern Länge fähig. Die Hautsegel, wie auch der Kehlsack, sind oft bunt gefärbt und werden in Ruhestellung seitlich am Körper nach hinten zusammengelegt. Flugdrachen ernähren sich von Insekten, die hauptsächlich Ameisen fressen. Nur zur Fortpflanzung kommen die Tiere auf den Boden, um ihre bis zu 4 Eier zu vergraben. Flugdrachen. Autor Seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Autor auf den Sunda-Inseln gedreht. Die Flugdrachen, Draco, sind eine Gattung der Echsenfamilie der Agamen, Agamidae. Die Echsen leben auf Bäumen in den Regenwäldern Südostasiens, besonders auf den Inseln des Malaiischen Archipels und der Philippinen. Die 20 bis 26 cm langen Flugdrachen tragen an 5 bis 8 verlängerten Rippenflughäute, mit denen sie im Gleitflug von Baum zu Baum segeln können. Meistens überbrücken sie nur wenige Meter, sind aber auch zu Gleitflug von mehr als 100 Metern Länge fähig. Die Hautsegel, wie auch der Kehlsack, sind oft bunt gefärbt und werden in Ruhestellung seitlich am Körper nach hinten zusammengelegt. Flugdrachen ernähren sich von Insekten, die hauptsächlich Ameisen fressen. Nur zur Fortpflanzung kommen die Tiere auf den Boden, um ihre bis zu 4 Eier zu vergraben.